Und jetzt begrüßen wir zwei Hip-Hop-Fans, zwei echte Zeitzeugen, die gestern auf dem Konzert von Rap Tap mit dabei waren. Und das sind Micha und Sandra. Ja, hallo. Ja, hallo. Tanja. Dass ihr sein dürft. Dafür, dass ihr das noch durchgemacht habt, seid ihr noch ganz schön frisch. Wie war es denn draußen in Riemen? Anstrengend. Was? Es ist 8, du musst aufstehen. Es ist Donnerstag und ich gebe dir exakt 15 Minuten, bis du im Salon bist. Oh, das lieb. 10! Ja. 10 Minuten, hast du verstanden? Ja. Geht es auch ein bisschen leiser? Tut mir leid. Aber ich erinnere gerade deine Freundin daran, dass sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Ach ja. Und zwar bei mir! Bad Vibes. Ach, das ist mal. Boah, hat er recht. Ich habe immer gewusst, Franziska tut dir nicht gut. Jetzt weiß ich aber auch, sie schadet noch meinem Betrieb. Heute Abend gehe ich so richtig früh ins Bett, versprochen. Du solltest wirklich überlegen, ob du nicht etwas in deiner Beziehung ändern willst. Du hast eine 50-Stunden-Woche und bist keine 20 mehr. Aber sie ist so süß im Moment. Jetzt komm hier nicht so. Du willst sie nur nicht aus den Augen lassen, das ist der Grund. Na, Leute? Ist ja nicht wirklich viel los heute. Hast du eine Ahnung? Na. Hallo. Es gibt Neuigkeiten. Der Typ hat angerufen. Dieser Bernd oder Bert. Du weißt schon, der Manager von Raptab. Echt? Und jetzt kommt's. Er hat uns eingeladen zur Record-Release-Party heute Abend im Atomic. Ich denke, wir machen es uns heute Abend gemütlich. Bleiben zu Hause. Also, entschuldigen Sie bitte, aber die Frau neben mir riecht komisch. Frau Schulz! Nein, was ist das denn? Frau Scholz, tut mir wirklich schrecklich leid. Also, Ihre Entschuldigungen nützen mir jetzt auch nichts mehr, mein Fräulein. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für Ihre Kunden könnte wirklich nicht schaden. Guten Tag, meine Damen. Wiedersehen. Na super. Hoffentlich haben wir die hier nicht zum letzten Mal gesehen. Sie hat sich eine klitzekleine Locke verbrannt. Trotzdem, sowas darf mir einfach nicht passieren. Ein bisschen Speed und du wärst wacher gewesen. Ich hätte gestern nicht zu diesem blöden Konzert gehen sollen. Das ist der Punkt. Geht das auch ein bisschen leiser? Grüß Gott. Tag, Herr Brenner. Hi. Hallo, hier steckst du also. Hast du einen Moment Zeit? Ich wollte dich mal was fragen. Klar. Möchten Sie auch einen Kaffee? Ja, gerne. Seit wann hast du denn Zeit für Kaffee? Ach, sind ja Ferien. Nun zu meinem Anliegen. Ich bin ja im Bezirksausschuss und da kriege ich immer diese Freikarten. Du, Papa, ich bin doch nicht taub. Diesmal geht es um die Zauberflöte. Am Samstag in der Staatsoper. Es ist eine ziemlich lange Inszenierung und auch nicht unumstritten, aber immerhin, Mozart. Vielleicht hast du ja Lust mitzukommen. Ja, ganz lieb von dir, Papa, aber ich hab da schon Dates. Wir wollten grillen an der Isar. Ich komm gleich hin. War ja nur so eine Frage. Tja, schade. Sehr schön, danke. Hast du überhaupt Bock auf die Oper? Ist doch mal was anderes. Du musst mal ein paar echte Leute kennenlernen. Am besten kommst du heute Abend mit ins Atomic. Oh. Ihr geht heute mal wieder aus? Ja. Wolltest du nicht früh ins Bett und deine Arbeitskraft regenerieren? Ja, eigentlich schon, aber... Stopp! Heute Abend trifft sich die komplette Szene. Stell dir mal vor, was da los ist. Das dürfen wir nicht verpassen. Ich sag jetzt lieber gar nichts. Kommst du jetzt mit oder nicht? Tut mir leid. Ich kann nicht. Ich brauche meinen Schlaf. Was hat die denn jetzt?